So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Ich habe jetzt mal den vorherigen Spielstand geladen, denn ich habe noch mal ein bisschen mit der Lore, die uns in der letzten Folge getötet hat, rumprobiert und ich bin irgendwie nicht wirklich zu einer Lösung gekommen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da einfach ein Licht auf Rot ist und man da irgendwie erst was machen muss, damit man weiterkommt. Dafür würde ich jetzt aber gerne mal ausprobieren, mit der anderen Lore hier zu fahren, die wir noch gar nicht benutzt haben. Vielleicht fährt die ja mit uns woanders hin und tötet uns nicht. Ich hoffe, dass das auch jetzt eine andere ist, aber ich meine schon. Naja, wir werden ja sehen, wo sie uns hinführt. Lustige Achterbahnfahrt. Schon ein Spaßbergwerk ist das hier. Da hatten die, oh, shit. Ich glaube, da hätte ich mich dagegen lehnen müssen. Ein Spaßbergwerk. Da haben die Bergwerksarbeiter richtig Spaß mit den Loren hier. Da können die richtig schön Achterbahn fahren immer. Mach mal schneller. Ich glaube, das kann ganz schön schnell nervig werden mit dem Ausprobieren hier. Kann man hier eigentlich auch aussteigen? Also man kann sich auf jeden Fall zur Seite lehnen und ducken. Nee, man stirbt aber irgendwie immer, egal wie, ob man sich zur Seite lehnt oder nicht. Blöd. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen muss, um das zu verhindern. Oder ob ich überhaupt was machen kann. Wenn das nicht so lange dauern würde, jedes Mal dahin zu fahren. Und ich habe es erst jetzt zwei oder dreimal probiert. Und hier irgendwie. Es bringt auch nichts, sich zur Seite zu lehnen oder irgendwas zu machen, weil die Lore darauf gar nicht reagiert. Sich ducken vielleicht? Nee, die fliegt immer aus der Bahn. Ich habe mich jetzt einmal dagegen gelehnt. Ich kann mich jetzt gerne noch einmal dahin lehnen. Aber das macht in meinen Augen so gar keinen Sinn, wenn man sich in die Richtung lehnt, wo man aus der Kurve fliegt. Man müsste sich ja höchstens dagegen lehnen, dass die nicht kippt. Aber gut, das ist Tomb Raider, ne? Da kann man auch Wasserfälle hoch... mit dem Kanu hochschippern und hast du nicht gesehen. Dann ist das durchaus bestimmt auch möglich. Durchaus bestimmt. Na, na, na. Aber immerhin haben sich die Entwickler hier mal was richtig Lustiges einfallen lassen. Okay, ich werde mich jetzt... Okay, es hat keinen Unterschied gemacht. Ich habe mich jetzt dagegen gelehnt, ich habe mich dahin gelehnt und ich habe mich geduckt. Ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Okay, dann ist die Lore also auch keine Option. Schade, ich hätte jetzt gedacht, die bringt uns vielleicht weiter. Aber hier unten ist noch eine. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht ausprobiert. Also für diese ekligen Viecher hätte ich ja schon gerne einen Flammenwerfer. Wir probieren mal die hier aus. Vielleicht hilft die uns ja. Ich hätte mal speichern sollen. So, ducken. Aha, jetzt kann ich da dranhauen und fahre nach links.
Also ich kann quasi die Weichenstellung ändern. Ah, so, und jetzt... Ah, das ist jetzt die gleiche Strecke wie eben, oder? Nur, dass wir nicht so schnell hier vorbeifahren. Oder bin ich jetzt gerade irre? Okay, jetzt können wir hier aussteigen. Cool. Bringt uns das was? Wir werden es gleich wissen. Wir werden es gleich wissen. Oh nein. Angst. Erstmal speichern. Angst speichern nennt sich das auch. Das ist so eine Krankheit von mir. Ich gehe da deswegen auch regelmäßig zum Psychiater, aber der konnte mir bisher noch nicht wirklich weiterhelfen. Oh Gott. Was ist das denn? Ich hab Angst, ich will nicht weiterlaufen. Ups, außerdem ist das laut. Jetzt habe ich ein Medipack genommen. Ah! Was ist das denn für ein Viech? Hilfe! Was macht es? Was tut es? Schieß doch, Lara! Okay, 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 ich, Hilfe. Ich kann auch irgendwie gerade... Hilfe! Ist er tot? Ich glaube ja. Boah, krass. Boah, wie gruselig. Hilf dich, ey. Meine Güte. Okay, ganz ruhig bleiben. Oh, brauchen wir jetzt hier tatsächlich mal einen... Nee, ich dachte schon, wir brauchen jetzt hier mal eine Fackel. Da ist ein Gang. Da kann man lang kriechen, aber ich glaube, wir gehen erstmal geradeaus. Ich glaube, dann laufen wir im Kreis. Nee, jetzt sind wir hier hinter. Ich muss jetzt echt eine Fackel anzünden. Ich glaub's ja nicht. Ja, nimm sie doch. Okay, hier geht ein Weg, eine Leiter hoch. Boah, dieses Viech hat mir eben so ein bisschen die Sprache verschlagen. Uiuiuiui. Okay, dann können wir hier wieder hochklettern. Aber ich wäre eigentlich... Nee, ich glaube, wir werden jetzt erstmal diesen Gang lang kriechen. Hab ich jetzt mal so geschlossen. Fackel. Macht sie nicht, wenn sie kriecht. Können wir wie drunter herkriechen? Gott, wie abenteuerlich. Jetzt. Scheiße. Boah, das war bestimmt früher, als dieses Spiel noch nicht alt war. Total gruselig hier. Nur ich verstehe gerade den Sinn nicht, hier drunter herzukrabbeln. Mann, ich finde es ja jetzt schon, also jetzt noch gruselig. In gewisser Weise. Also die Atmosphäre halt. Die ist schon ziemlich cool. Geht's hier weiter? Nein, oder? Nee.
Okay, ich habe jetzt wirklich den Sinn noch nicht erfasst hinter diesen Kriechen hier. Die Richtung kann ich auch nicht. Naja, es wird wohl irgendwo seinen Sinn haben. Okay. Wow. Speichern. Das Vieh steht da mitten im Gang. Krass. Das hatten sie nicht bemerkt. Erstmal Medipack lutschen. Krass, ey. Aber wir haben es überrascht. Ob das jetzt so vorgesehen war, weiß ich zwar nicht, aber egal. Hauptsache, wir leben noch. Okay, hier war die Leiter. Irgendwo. Genau, das war die Schnelltaste für eine Fackel anmachen. Ich weiß es noch. Muss ich nicht immer im Menü rumdaddeln. Okay, wir klettern mal hier hoch und gucken mal, was da ist. Entschuldigung. Ja. Okay, wir können, glaube ich, nur nach rechts, nach links würden wir wieder runterrutschen. Ich speichere mal. Okay, wir haben hier einen Knopf. Der öffnet eine Tür zu einer Lore. Ah, okay, da waren wir ja. Okay, da kommen wir her. Dann gehen wir mal weiter. In diese Richtung. Was machst du? Eine weitere Tür öffnen, wo man kriechen muss. Gott, wo kommt man denn jetzt hier hin gekrochen? Was zur Hölle ist das? Ist das dieser Schacht, den man... Nee. Bin ich denn jetzt gelandet? Wow, nein, 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 bleib weg, bleib weg. Ich glaube, bei diesem Vieh kann man auch gut den Raketenwerfer benutzen, aber jetzt haben wir da schon so viel Munition reingeballert. Stirb doch, Junge! Krass. Hilfe. Ich aber auch immer nur ein paar Mal schießen kann, bevor das Viech mich eingeholt hat. Das ist echt schnell. Okay. Cool gemacht, wie das hier so an dem, wie man das so an dem Glas da vorbei huschen sieht und so. Also das ist schon echt geil gemacht, muss man sagen. Okay, jetzt kann man, hier kann man die Tür verbarrikadieren. Das hätte man wahrscheinlich machen können. Hier liegt übrigens Munition. Ich glaube, Desert Eagle. Die Munitionstypen werde ich mir eh nie merken können. Schon aufgegeben. Ein Loch im Wasser. Ja, im Eis meine ich natürlich. Krass. Ja, aber wo führt das hin?
Alles sehr verwirrend und mysteriös und wieder sehr nonlinear. Nimm es doch. Nein, lass mich raus, lass mich raus. Scheiße. Okay, das war wohl nichts. Okay, wir müssen irgendwie unversehrt wieder aus dem Wasser raus, aber ich glaube fast, dass das nichts wird. Rutscht man denn von da hinten da rein oder ist das... Ist das flach genug hier? Nee, da rutscht man ins Wasser. Man kommt hier nämlich nicht wieder raus. Ah, doch! Okay, ich habe nichts gesagt. Dann probieren wir das doch nochmal. Mutig, wie wir sind. Ich glaube, man muss dieses Ding so schnell wie möglich aufheben und vor allen Dingen danach nicht die Orientierung verlieren, wo man wieder raus muss. Ja, schon wieder verkackt. Mensch, Mensch, Mensch. Tricky, tricky. Ich glaube, wir machen das mal rückwärts. Okay, ich glaube, ich habe mir jetzt gemerkt, wo ich wieder raus muss. Schade nur, dass ich da nicht mehr hinkomme. Ah, lass mich raus. Boah. Schnell. Krass. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben einen Anlasser für die Winsch. Was ist denn die Winsch? Ich habe keine Ahnung. Und warum liegt die da in dem... Nein, ich frag nicht. Ich frag... Wieso fange ich eigentlich schon wieder an zu fragen, warum irgendetwas in Tomb Raider so und so ist? Das bringt's nicht. Der was fallen lassen? Nein. Tür auf. Ah! Okay, jetzt nehmen wir aber den Raketenwerfer. Der braucht nicht wirklich zwei Schüsse, oder? Was für ein krasses Vieh. Problem ist, dass wir nur vier Schüsse haben. Ja, okay. Meine Nerven, meine Nerven. Okay. Haben wir jetzt, bis auf dass wir diese komischen Anlasser gefunden haben, hier irgendetwas gerissen? Da ist noch ein Life Crystal. Ist hier sonst noch irgendwas im Raum? Was ist hier? Da kommt man, glaube ich, wieder runter. Wollen wir das, ist die Frage. Nein, jetzt sind wir hier auf der Strecke. Können damit aber nichts mal anfangen, weil wir da eh nicht weiterkommen. Okay, das hat uns also nicht... Warum existiert dieser Gang? Aber immerhin kommt man wieder hoch. Das ist schon mal gut. Was ist da oben? Keine Ahnung. Wüsste aber gerade auch nicht, wie ich da hochkommen soll. Da ist noch ein Kristall zum Lutschen und lass mich doch vorbei. Und nichts hier in der Ecke. Ja, dann können wir ja eigentlich... Warte mal, kommen wir denn da irgendwie hoch?
Da auf diese Brücke da oben? Nee, oder? Ja, egal. Wir laufen, wir werden einfach mal weiterfahren mit der Lore. Gucken, wo uns die noch hinführt. Nee, das war auch schon wieder zu steil hier. Das ist ja wie bei Rollercoaster, wenn man zu starke Fliehkräfte hat und das Ding einfach mal aus der Bahn fliegt. Tja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle erstmal Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht habe ich dann ja auch schon einen Plan, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!